Und Sie sind sicher, dass der Hexer noch lebt, Chris? Ja, Sir John, ganz sicher. Jemand wie der Hexer ertrinkt nicht einfach so beim Baden. Ja, aber alle Zeitungen in Sydney waren voll davon. Das war ein Trick. Glauben Sie mir. Ich kenne den Hexer. Henry Arthur Milton war Soldat. Er war Kampfpilot. Einer der besten, den die Royal Air Force je hatte. So einer stirbt nicht so schnell. Und der Mord an Mr. Dawson trägt eindeutig seine Handschrift. Sie meinen die Handschrift des Hexers? Ja, das meine ich. Man hat ihm diesen Namen gegeben, weil er seine Opfer dazu zwingt, sich mit ihrer eigenen Waffe zu töten. Oh, ein schrecklicher Tod. Aber es sind nicht irgendwelche Opfer, Sir John. Es sind Verbrecher, die durch die Maschen des Gesetzes schlüpfen. Immer wieder. Bis sie vom Hexer zur Strecke gebracht werden. Richtig, Sir John. So gesehen ist Henry Arthur Milton also kein Mörder im herkömmlichen Sinne. So wie jetzt bei Mr. Dawson. Er wurde auf der Terrasse seines Hauses gefunden. Erschossen mit seiner eigenen Smith & Wesson. Und in der Hand ein schriftliches Geständnis. Was hat er denn gestanden? Dass er der Mädchenhändler war, den wir jahrelang im Erbezirk gesucht haben. Im Erbezirk? Ja, Bliss. Das ist ein Bezirk im Stadtteil Deptford. Heißes Pflaster, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber wie auch immer. Wir konnten Mr. Dawson nie etwas nachweisen. Aber Sie hatten ihn im Verdacht. Ja. Vor 2 Jahren hätten wir ihn sogar fast hinter Schloss und Riegel gebracht. Und? Was ist passiert? Nun, sein Anwalt hat ihn entlastet. Ein Mr. Messer. Ebenfalls aus Deptford. Miss Milton, würden Sie mir bitte die Akten im Fall Wallace bringen? Natürlich, Mr. Messer. Einen Augenblick, bitte. Danke, mein Kind. Sagen Sie, haben Sie heute Abend schon was vor? Nein, Mr. Messer. Warum fragen Sie? Nun, dann würde ich Sie gerne zum Essen einladen. Sagen wir 8 Uhr. Aber, Mr. Messer, ich weiß nicht. Jetzt zieren Sie sich mal nicht so, mein Kind. Ich bin zwar Ihr Chef, aber ich bin auch ein Mann. Gut, ich könnte Ihr Vater sein, aber dennoch. Gwenda. Mr. Messer, lassen Sie mich los. Was soll denn das? Ich bin total verrückt nach dir. Mr. Messer, hören Sie auf damit. Glaubst du wirklich, dass du mich so schnell losfährst? Kleines Biest. Nehmen Sie Ihre Hände da weg. Ja, werde ich nur. Das wird dir eh nichts nützen. Zum letzten Mal. Lassen Sie mich los. Ja, warte. Nein. Du. Nicht. Hilfe. Hilfe. Schrei nur. Ah. Kann ich Hilfe. Nicht. Hilfe. Nein. Ah. Ah, Inspektor Mambry. Gut, dass Sie in Ihrem Büro sind. Dann kann ich Ihnen gleich Ihren neuen Kollegen vorstellen. Guten Morgen, Sir John. Morgen. Das ist Chief Inspector Bliss. Morgen, Bliss. Willkommen im Yard. Danke, Mambry. Mr. Bliss wird ab sofort die Mordkommission verstärken. Ah, das trifft sich gut. Er kann gleich anfangen. Vor ein paar Stunden hat man nämlich ein junges Mädchen aus der Themse gefischt. Tot. Armes Ding. Weiß man schon, wie die Tote heißt? Ihren Papieren zufolge heißt sie Milton. Gwenda Milton. Moment. Was ist denn an dem Namen so ungewöhnlich? So lautet der bürgerliche Name des Mannes, den wir hier in London als Hexer kennen. Meinen Sie etwa den Hexer? Genau den meine ich, Wembury. Sie müssen wissen, dass Biss den Hexer schon mal gesehen hat. Von Angesicht zu Angesicht. Er hätte ihn sogar fast verhaftet, aber im letzten Moment ist er ihm noch entwischt. Das ist ja eine tolle Geschichte. Doch nun zurück zu Gwenda Milton. Wollen Sie mich in die Gerichtsmedizin begleiten, Bliss? Gern. Ich hole schnell meinen Mantel. Gut, ich warte hier auf Sie. Bis gleich. Bis gleich. Sagen Sie mal, Sir John, wer ist eigentlich dieser Dr. Lomond, der hier neuerdings herumschleicht? Herumschleicht? Weil Sie übertreiben, Mambry. Nein, Sir John, das ist keine Übertreibung. Dauernd trifft man auf Lomond. Und es scheint jedes Mal so, als ob er aus dem Nichts auftaucht. Mambry, bitte, bitte. Dr. Lomond ist ein ehemaliger Militärarzt im Dienste Ihrer Majestät. Das Innenministerium hat ihn mir aufgedrängt.
Wissen Sie, Vanbury, er ist Veteran und... Ein Veteran? Ja. Lamont ist doch höchstens Anfang 40. Er wurde im Krieg verletzt und seitdem hat er auch diesen humpelnden Gang. Naja, als Soldat war er natürlich nicht mehr tauglich. Ich dachte, er kommt aus den Vereinigten Staaten. Dort war er nach dem Krieg, als Berichterstatter. Aha. Und jetzt ist er hier im Yard als... Archivar. Er soll das Archiv neu ordnen. Das ist ja großartig, Sir John. Ich fürchte allerdings, dass er dazu keine Zeit hat, weil er so auffällig herumschleicht. Sie können ihn ja im Auge behalten, Wembury. Ah, da kommt Bliss zurück. So, Wembury, ich bin fertig. Gut, Bliss. Also, auf in die Gerichtsmedizin. Nun, das ist ein klassischer Fall von Selbstmord, würde ich sagen. Ja. Naja, die junge Dame hat sich in den Fluss gestürzt und ist ertrunken. Das ist alles, Mr. Price? Ja, Inspektor. Auch wenn ich Sie enttäuschen muss. Es gibt keinerlei Anzeichen für ein Einwirken von außen. Ein paar blaue Flecken an Armen und Beinen, mehr nicht. Das kann aber auch vom Sturz gekommen sein. Danke, Mr. Price. Das genügt mir fürs Erste. Ja, gern geschehen, Mr. Vanbury. Also dann, meine Herren, also dann, bis zur nächsten Leiche. Das nennt man Humor. Ist der immer so witzig? Naja, in dem Beruf lebt sich's wohl leichter, wenn man das Lachen nicht verlernt. Ja, vermutlich haben Sie recht. Was meinen Sie, Bliss? Ist der Tod von Gwenda Milton tatsächlich nur ein Selbstmord? Oder steckt da mehr dahin? Eine gute Frage, Vanbury. Wir brauchen Informationen über das Leben von Miss Milton. Wo? Laut dieser Notiz aus dem Polizeiprotokoll... Was für ein Protokoll? Das Protokoll der Polizeistation, wo der Leichenfund gemeldet wurde. Also, Miss Milton war Sekretärin bei Maurice Messer. Mr. Messer ist Rechtsanwalt und vertritt mitunter zwielichtige Gestalten aus der Londoner Unterwelt. Na, das ist doch mal ein Ansatz, oder? Wo wohnt denn dieser Mr. Messer? In der Cromwell Street. Und in unmittelbarer Nähe des Fundortes der Leiche. Wenn das ein Zufall ist, fress ich den Hut von Sir John. Wohl bekommt's. Guten Tag, Miss. Würden Sie bitte Mr. Messer sagen, dass er Besuch hat? Haben Sie denn einen Termin bei Mr. Messer? Den brauchen wir nicht. Wir sind von Scotland Yard. Ich bin Chief Inspector Bliss und das ist mein Kollege... Alan! Alan Wembury! Mary, das gibt's doch nicht. Was machst du denn in dieser Kanzlei? Wonach sieht es denn aus? Ich arbeite hier. Ich bin die neue Sekretärin von Mr. Messer. Und seit wann arbeitest du für ihn? Erst seit heute Morgen... Er hatte inseriert. Ach, es ist schön, dich wiederzusehen. Das kann ich nur zurückgeben. Wissen Sie bloß, Mary, also ich meine Miss Landley und ich, wir kennen uns schon von Kindheit an. Ja, wir kommen nämlich aus demselben Vorort von London. Aha, ja, sehr interessant. Dennoch, wir sind dienstlich hier, Miss Landley. Würden Sie bitte... Oh, natürlich, Chief Inspector. Entschuldigen Sie. Mr. Messer? Ja, was gibt's denn, Miss Landley? Sie haben Besuch. Zwei Herren von Scotland Yard. Chief Inspector Bliss und Inspector Wembury. Ausgerechnet. Ich komme gleich. Einen Augenblick bitte. Er kommt. Ah, die Hüter des Gesetzes. Was führt Sie zu mir, meine Herren? Aber bitte, gehen wir doch in mein Büro. Danke, Mr. Messer. Bis später, Mary. Ja, bis später. Nehmen Sie Platz. Also, ich höre. Mr. Messer, kennen Sie Gwenda Milton? Na, natürlich kenne ich Gwenda Milton. Was für eine Frage. Sie ist, das heißt, sie war meine Sekretärin, die Vorgängerin von Miss Landley. Wieso war?
Nun, sie ist seit ein paar Tagen nicht zur Arbeit erschienen und auch telefonisch konnte ich sie nicht erreichen. Und da haben Sie Miss Lanley eingestellt. Ja, so ist es. Meine Kanzlei läuft nicht ohne Sekretärin. Wenn Sie das sagen, wird es wohl stimmen. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Inspektor? Was ist mit Miss Milton? Sie ist tot, Mr. Messer. Tot? Seit wann? Man hat ihre Leiche in der Nacht aus der Themse gefischt. Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Die arme Gwenda. Tja, Mr. Messer, alles deutet auf einen Selbstmord hin. Können Sie sich das erklären? Nein, ganz und gar nicht. Sie war so ein nettes, junges Ding. Auf den Schreck muss ich erst mal was trinken. Wollen Sie auch ein Whisky? Nein, danke. Wir sind im Dienst. Ach, Entschuldigung, das hatte ich gar nicht bedacht. Stört es Sie, wenn ich... Keineswegs, Mr. Messer. Trinken Sie ruhig. Ah, das tut gut. Ja, und jetzt sagen Sie mir mal, was Sie von mir wollen. Gern, Mr. Messer. Wir wollen herausfinden, warum sich Miss Milton das Leben genommen hat. Woher soll ich das wissen? Wissen Sie es wirklich nicht? Was erlauben Sie sich, Chief Inspector? Ich bin ein ehrbarer Bürger. Das bezweifelt auch niemand. Noch nicht. Was soll das heißen? Hören Sie gut zu, Mr. Messer. Miss Milton war Ihre Sekretärin. Sie lebte allein, hatte kaum Kontakte. Jetzt ist sie tot und wir fragen uns, warum. Ist das so ungewöhnlich? Nein, aber ich habe damit nichts zu tun, glauben Sie mir. Wissen Sie, Mr. Messer, ob wir ihn glauben oder nicht, ist zweitrangig. Hauptsache, der Bruder von Miss Milton wird ihn glauben. Ihr Bruder? Ich wusste gar nicht, dass sie einen Bruder hat. Doch, sein Name ist Henry Arthur Milton und er lebt in Australien. Genauer gesagt in Sydney. Wie gesagt, davon wusste ich nichts. Wird er zur Beerdigung kommen? Wir vermuten, dass er schon in London ist. Was heißt, Sie vermuten es? Nun, für Mr. Milton gilt eigentlich ein Einreiseverbot, weil er gegen das Gesetz verstoßen hat. Ach ja? Ja, er hat etwa ein Dutzend Verbrecher dazu gezwungen, sich selbst zu richten. Das ist Selbstjustiz. Moment mal. Dann ist dieser Mr. Milton? Der Hexer, Mr. Messer. Gott, meine Sekretärin war die Schwester des Hexers. Wenn ich das gewusst hätte. Ist Ihnen nicht gut? Doch, 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 Inspektor. Es ist nur... Der Hexer. Oh Gott. Ich dachte, der Hexer sei beim Baden ertrunken. Das war nur ein Trick, um der Polizei zu entkommen. Henry Arthur Milton lebt. Und er ist hier in London. Wenn er sich bei Ihnen meldet, sagen Sie uns sofort Bescheid, Mr. Messer. Natürlich, Chief Inspector. Ich werde Sie sofort anrufen. Gott. Reißen Sie sich zusammen, Mr. Messer. Wenn Sie nichts mit dem Tod von Gwenda Milton zu tun haben, wird Ihnen auch nichts passieren. Dennoch, ich bin völlig fassungslos. Der Hexer. Hier, in London. Es ist gut, dass ich immer meinen Stockdegen bei mir trage. Damit werden Sie gegen den Hexer nichts ausrichten, Mr. Messer. Kommen Sie, Wembury, wir gehen. Bis bald, Mr. Messer. Auf Wiedersehen, meine Herren. Danke für Ihren Besuch. Oh, das ging aber schnell. Sag mal, was hältst du davon, wenn ich dich heute Abend zum Essen einlade? Oh, ich würde mich sehr freuen. Ich mich auch. Sagen wir um 8 Uhr? 8 Uhr passt mir gut. Prima, dann werde ich dich abholen. Wo wohnst du denn? Ich wohne... Meine Schwester und ich wohnen in der Liberty Road. Johnny, altes Haus. Mensch, das ist ja ein Ding. Nach all den Jahren. Immer noch bei der Polizei, Alan? Ja, Johnny. Allerdings nicht mehr Sergeant. Sondern Inspektor. Und, was treibst du so? Man schlägt sich so durch. Na dann. Alles Gute, Johnny. Danke, Alan. Dir auch alles Gute. Hallo, Schwesterherz. Ich habe einen Termin bei Mr. Messer. So? Tatsächlich. Du bist eingetragen. Sag ich doch. Den Weg findest du allein, oder? Na klar, Schwesterchen. Herein. Guten Tag, Mr. Messer. Ach, Johnny Lendl. Hatten wir einen Termin? Ja, Miss Milton war so freundlich. Wo ist sie überhaupt? Tot, Mr. Lendl. Sie ist tot. Was? Miss Milton? Ja, wenn ich's Ihnen doch sage. Deshalb war auch Ihr alter Freund Wembury hier. Er hat mir ein paar Fragen gestellt. Ach so, ich verstehe. Woran ist sie denn gestorben? Selbstmord. Eine tragische Geschichte. Das kann man wohl sagen. Sie war doch kaum älter als meine Schwester. Tja, wie das Leben so spielt. Also, was gibt's, Mr. Lanley? Es könnte sein, dass ich was für Sie habe, Mr. Messer. Aha. Und was soll das sein?
Nun, Sie haben bestimmt gelesen, dass die berühmte Perlenkette der Lady Darnley gestohlen wurde. Es war vor ein paar Wochen. Ja, ja, das habe ich. Also, kommen Sie zur Sache. Die Kette befindet sich hier in dieser Tasche. Ich habe sie, sagen wir mal, erworben. Oh, meine Güte, Lindley. Was sind Sie nur für ein Idiot? Aber Mr. Messer! Kein Mensch mit Verstand im Kopf würde diese Kette kaufen! Jetzt, wo der Diebstahl erst vor kurzem in allen Zeitungen gestanden hat. Ja, aber... Nichts aber, Lenley. Was wollen Sie denn sonst mit der Kette machen, wenn nicht verkaufen? Ich wollte... Halten Sie die Klappe. Her mit dem Ding, ich werde mir was einfallen lassen. Und? Was ist mit meinem Anteil? Ja, immer mit der Ruhe. Zuerst muss ich nachdenken. Oh, so viel Dummheit ist doch echt nicht zu fassen. Soll ich Sie morgen nochmal anrufen? Nein, ich werde mich bei Ihnen melden. Und jetzt verschwinden Sie aus meinem Büro. Ist gut, Mr. Messer. Bis bald. Bis bald, Lenley. Und Mr. Messer? Was ist denn noch? Lassen Sie die Finger von meiner Schwester Mary. Ja, ja, mein Junge. Sei ganz unbesorgt. Ich werde deiner Schwester schon nicht zu nahe treten. Meine Güte, so ein Idiot. Mal sehen, wie ich das jetzt... Ja, jetzt weiß ich. Ja, Messer hier. Ich brauche Ihre Hilfe. Briggs. Hören Sie zu. Hier im Yard wird erzählt, dass Sie den Hexer schon mal gesehen haben, Blitz. Das stimmt, Dr. Lamont. Sie kennen sein wahres Gesicht? Ja, das war damals in Sydney, als ich für Interpol gearbeitet habe. Er ist ein Meister der Maske, nicht wahr? So ist es. Sie würden ihn nicht mal erkennen, wenn er hier vor Ihnen stünde. Und was ist mit Ihnen? Würden Sie ihn erkennen? Ja, das würde ich. Das kann ich kaum glauben. Es ist aber so, Dr. Lamont. Das heißt, jeder könnte der Hexer sein. Ja, genau. Jeder. Auch hier im Yard? Auch hier im Yard. Vielleicht bin ich der Hexer, Bliss. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Darf ich Sie mal kurz stören, Wembury? Na klar, Bliss. Kommen Sie rein. Was gibt's denn? Sagen Sie mal... Wie lange arbeitet eigentlich dieser Dr. Lamont schon für den Yard? Lamont? Noch nicht allzu lange. Etwa 3 Wochen. Warum fragen Sie? Nun, ich kannte mal einen Mr. Lamont. So? Ja, das war in den Vereinigten Staaten. Ah, dort war er auch. Als Berichterstatter. Mhm, für das Innenministerium, nicht wahr? Das stimmt. Allerdings war der Mr. Lamont, von dem ich spreche, etwa 10 Jahre älter. Interessant. Könnte es sich dabei vielleicht um eine Namensgleichheit handeln? Das ist möglich, dennoch. Tun Sie mir einen Gefallen, Wembury. Fragen Sie mal bei den Kollegen vom FBI nach, ob denen ein Dr. Arthur Lamont bekannt ist. Wozu? Meinen Sie, dass er dort drüben etwas angestellt hat? Nein, nicht unbedingt. Ich will nur sicher gehen, dass wir keinen Maulwurf hier im Yard haben. Ist gut. Ich werde mich morgen darum kümmern. Haben Sie heute keine Zeit mehr dafür? Nein, ich bin nämlich gleich verabredet. Mit Mary Lenley. Ach so. Wohin geht's denn, wenn ich fragen darf? Ah, das dürfen Sie. Ins Queen's Palace. Ah, na dann, einen schönen Abend, Wembury. Danke, Bliss, Ihnen auch. Es ist schön, dass du meiner Einladung so schnell gefolgt bist. Naja, einen vielbeschäftigten Inspektor von Scotland Yard lässt man nicht warten, oder? Ach, Mary. Eigenartig, wie sich die Dinge manchmal...
Als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du gerade mal 16. Ein hübscher Teenager. Und jetzt? Ja? Jetzt bist du eine hübsche junge Frau. Ach, Alan. Ich wollte nicht aufdringlich sein. So habe ich es auch nicht empfunden. Das war ein nettes Kompliment. Vielleicht sollten wir anfangen. Das Essen wird sonst kalt. Eine gute Idee. Also, guten Appetit. Danke. Dir auch. Darf ich dich was fragen? Na klar. Schieß los. Verzeihung. Ich wollte natürlich sagen, nur zu. Was wolltet ihr, also du und dein Kollege von Mr. Messer? Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn... Alan, bitte. Du kannst mir vertrauen. Darum geht es nicht. Es ist... Also gut. Wegen deiner Vorgängerin. Dieser Miss Milton? Ja, genau. Was ist mit ihr? Sie ist tot. Oh Gott, das ist ja schrecklich. Laut Gerichtsmediziner war es ein Selbstmord, aber... Was spricht dagegen? Eigentlich nichts. Dennoch... Ihr zweifelt daran? Naja, mysteriös ist es schon. Eine junge Frau, mitten im Leben, mit einer gut bezahlten Arbeit. Warum sollte sie... Und was hat Mr. Messer damit zu tun? Nun, Mr. Messer ist nicht der Gentleman, für den er sich ausgibt. Aber Johnny hat er geholfen. Damals, als unser Vater gestorben ist und wir alles verloren haben... hat ihm Arbeit verschafft und auch mich hat er sofort eingestellt, nachdem ich mich auf seine Anzeige beworben hatte. Das mag ja stimmen, aber... Alan, was ist los? Da steckt doch mehr dahinter, oder? Man kann dir wohl nichts vormachen, Vee. Ich habe Angst um dich. Angst um mich? Warum? Weil deine Vorgängerin nicht irgendwer war, sondern... Nun sag schon, Alan. Die Schwester des Hexers. Des Hexers? Meinst du etwa den Hexer? Den meine ich. Mit bürgerlichem Namen heißt er Henry Arthur Milton. Und er ist, er war der Bruder jener Miss Milton, die sich, angeblich, in der Themse ertränkt hat. Messers ehemalige Sekretärin. So ist es. Deine Stelle in der Kanzlei birgt viel Gefahr für dich. Ja, aber warum sollte mir der Hexer was antun? Mir geht es nicht um den Hexer. Mir geht's um Messer. Ich werde schon auf mich aufpassen. Messer ist gefährlich. Du solltest ihn nicht unterschätzen. Keine Angst. Das tue ich nicht. Du hast mich ja vor ihm gewarnt. Eine ernsthafte Warnung, Mary. Ich will nicht, dass dir etwas passiert. Sag mal, warum nennt man diesen Mr. Milton eigentlich Hexer? Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen zwingt er seine Opfer, sich mit ihrer eigenen Waffe zu töten. Und zum anderen verschafft er sich Zutritt zu ihren Räumlichkeiten, indem er die Gestalt einer Vertrauten... Nun, er ist ein Meister der Maske. Er verwandelt sich in beispielsweise einen Freund des Opfers. Und das Opfer erkennt nicht, dass es nur eine Maske ist? Nein. Milton ist so perfekt, dass man es nicht merkt. Das ist ja unheimlich. Ja, das ist es. Deshalb ist es auch so schwer, ihn zu kriegen. Weil er jede Gestalt annehmen könnte. Genau. Wisst ihr denn gar nichts über ihn? Nicht viel. Er war Kampfpilot bei der Royal Air Force. Ein guter Pilot sogar. Aber man hat ihn unehrenhaft aus der Armee entlassen. Warum? Er hat einen Oberst erschossen. Im Affekt, wie es heißt. Dieser Oberst hatte einen jungen Soldaten gequält. Immer wieder. Und dann hat Milton ihn getötet? Ja, mit dessen Dienstwaffe. Er hat einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Aha. Und es gibt kein Foto von ihm? Auch nicht im Militärarchiv? Nein. Als Milton entlassen wurde, ist auch seine Akte verschwunden. Hat er denn keine Familie? Doch, eine Frau. Sie soll sehr schön sein. Ihr Name ist Cora Ann. Sie ist Australierin. Australierin? Ja, Milton ist nach Sydney ausgewandert, nachdem er in London noch ein paar alte Rechnungen beglichen hatte. Dort hat er sie kennengelernt. Hm. Und sie wusste, dass er von der Polizei gesucht wird? Und sie hat ihn trotzdem geheiratet? Tja. Wo die Liebe hinfällt. Seltsam. Was sagt denn dein Kollege zu eurem Fall? Manchmal könnte man fast glauben, dass Bliss selbst der Hexer ist. Darüber macht man keine Scherze, Alan. Das war auch kein Scherz, Mary. Bliss ist der Einzige, der den Hexer ohne Maske kennt. Er ist der Einzige, der ihm gefährlich werden könnte. Wenn sich der Hexer also in den Yard einschleichen wollte, um über jeden Schritt der Polizei informiert zu sein, wessen Gesicht würde er wohl annehmen?
Das Gesicht von Bliss? Genau. Damit wäre er in der Höhle des Löwen. Und er bliebe dennoch unerkannt. Mr. Vambery, hier ist ein Telegramm für Sie. Für mich? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Es ist von Bliss. Und? Was gibt es so Wichtiges, dass er dich in deinem wohlverdienten Feierabend stört? Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn, Alan? Man hat deinen Bruder verhaftet, Mary. Johnny? Ja, er wird beschuldigt, die Perlenkette der Lady Darnley gestohlen zu haben. Was? Das glaube ich nicht. Es ist aber so, Mary. Los, komm. Wir fahren sofort zum Yard. Herr Ober, zahlen bitte. Gern, Inspektor. Wenn ich es Ihnen noch sage, Chief Inspector, ich bin unschuldig. Ja, ja, Mr. Lenley. Merken Sie, wie Ihre Nase immer länger wird? Oh, Johnny. Alan, Mary. Gott sei Dank, dass ihr kommt. Was ist passiert, Bliss? Eine anonyme Anzeige, Wembury. Das ist ja interessant. Schieß los, Johnny. Warum hat man dich verhaftet? Keine Angst, altes Haus. Wenn du unschuldig bist... Naja, nicht so ganz. Ich habe die Kette nicht gestohlen, aber... Aber was? Lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Ich habe sie dem Einbrecher geklaut. Also doch gestohlen. Naja, wie man's nimmt. Moment mal, du hast den Dieb beklaut? Ja, zum Teufel. Wer war der Einbrecher? Keine Ahnung. Ich habe ihn in einem Gasthaus getroffen. In welchem Gasthaus? So eine Hafenkneipe. Direkt an der Themse. Das Mekka. Eine üble Kaschemme. Der Laden wird von einer gewissen Mrs. Oakes geführt. Ja, ich weiß. Jedenfalls saß er dort und trank rum. Ein Glas nach dem anderen. Und als ich ihn fragte, warum er sich so volllaufen ließ, antwortete er, dass er was zu feiern hätte. Nämlich den Einbruch im Hause Darnley. Ja, so ist es. Irgendwann kippte er vom Stuhl. Das war die Gelegenheit. Ich griff nach seiner Tasche und rannte auf die Straße. Wie ging's weiter? Ich habe versucht, die Kette an einen Hehler zu verkaufen. Hat's geklappt? Naja, mehr oder weniger. Wer ist dieser Hehler? Das kann ich dir nicht sagen. Ich kann's nicht. Johnny, dieser Kerl hat dich verpfiffen. Wer ist es? Ich habe Angst, dass er Mary was antut. Mir? Wieso mir? Es ist Mr. Messer, nicht wahr? Ja, er... Was? Mr. Messer? Beruhige dich, Mary. Hier im Yard bist du in Sicherheit. Es ist gut, dass du geredet hast, Johnny. Ja, Bliss? Ah, Mr. Price. Das ist interessant. Ja. Und Sie sind sich wirklich sicher? Oder sagen wir besser, hundertprozentig sicher? Ist gut. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Was ist los? Mr. Price von der Gerichtsmedizin. Er hat doch was gefunden. Und? Gwenda Milton war schwanger. Sie war schwanger? Von wem? Etwa von Messer? Das ist anzunehmen. Freiwillig? Das ist nicht anzunehmen. Und vor lauter Scham hat sie sich in die Themse gestürzt. Oder jemand hat nachgeholfen. Wenn das der Hexer erfährt, kann sich Messer schon mal einen Sarg bestellen. Und wir werden jetzt mal diesen ehrenwerten Herrn aufsuchen. Kommen Sie, Wembury. Aber zuerst müssen wir noch einen Abstecher ins Starlight Hotel machen. Dort ist nämlich vorhin eine Mrs. Milton. Cora Ann Milton? Ja, genau. Die Frau des Hexers. Guten Tag, Mister. Ich bin Inspektor Wembury vom Scotland Yard. Das ist Chief Inspector Bliss. Guten Tag, die Herren. Was kann ich für Sie tun? Hier soll eine Mrs. Milton wohnen. Cora Ann Milton. Da haben Sie recht. Mrs. Milton ist seit gestern in unserem Haus zu Gast. Na prima.
Wir möchten Mrs. Milton gern sprechen. Einen Augenblick, bitte. Mrs. Milton? Ja, hier spricht Clearwater von der Rezeption. Hier warten zwei Herren von Scotland Yard auf Sie. Ist gut. Ich werde es ausrichten. Mrs. Milton bittet Sie um ein paar Minuten Geduld. Sie wird gleich herkommen. Danke, Mr. Clearwater. Zu Ihren Diensten, Inspektor. Hoffentlich dauert das nicht so lange. Immer mit der Ruhe, Bliss. Ich glaube, da kommt sie schon. Sie sind die beiden Herren von der Polizei? Ja, Mrs. Milton. Mein Name ist Wembury und das ist... Chief Inspector Bliss. Oder irre ich mich? Sie irren sich keineswegs, Mrs. Milton. Woher kennen Sie meinen Namen? Ach, glauben Sie ernsthaft, ich würde Ihren Namen nicht kennen? Immerhin hätten Sie meinen Mann fast verhaftet. Aber er ist mir entwischt. Arthur ist eben gerissener als die Polizei. Also, meine Herren, was wollen Sie von mir? Warum sind Sie in London, Mrs. Milton? Ist das verboten? Nein, ist es nicht. Aber Sie sind die Frau des Hexers. Mein Mann mag es nicht, wenn man ihn so nennt. Er lebt? Natürlich lebt er. Laut Berichten in den Zeitungen ist er ertrunken. Ach, die Presse schreibt viel, wenn der Tag lang ist. Doch nun zurück zu Ihrer Frage, Mr. Wembury. Meine Schwägerin ist gestorben und ich muss mich um ihre Beerdigung kümmern. Wird Ihr Mann auch zu der Beerdigung kommen? Na, hören Sie mal, sie ist... Sie war seine Schwester. Der Vogel ist wohl ausgeflogen. Scheint so. Wollen wir mal hinterm Haus nachsehen? Ja, eine gute Idee. Alles verriegelt. Tja, mit dem Verhör wird's wohl nichts. Es hat den Anschein, als ob Mr. Messer vor irgendwas Angst hat. Oder besser gesagt, vor irgendeiner Begegnung mit dem Hexer haben die wenigsten Leute überlebt. Auf jeden Fall hat der saubere Herr Anwalt jede Menge Dreck am Stecken. Sie sagen es, Wembury. Moment mal. Was ist? Sehen Sie das auch? Drüben auf der anderen Hofseite, dieses Blitzen. Ja, das ist ein Fernglas, was sich in der Sonne spiegelt. Aber wer sollte... Runter! Verdammt! So ein hinterhältiger Mistkerl! Die Schüsse kamen vom Dach. Los, kommen Sie! Ja. Aber der Typ mit dem Fernglas... Egal, wir müssen den Schützen kriegen. Da ist eine Feuerleiter. Meine Güte, Wembury, wo bleiben Sie denn? Ich wusste gar nicht, dass Sie so sportlich sind, Bliss. Haben Sie schon mal die Meisterschaften im Klettern gewonnen? Naja, die paar Sprossen. Endlich oben. Wo steckt dieser Kerl? Da läuft er. Bei den Schornsteinen. Los hinterher. Das ist ja wie bei einem Marathon. Nur etwas gefährlicher. Passen Sie auf, wo Sie hintreten. Ist gut, Daddy. In Deckung. Sehr witzig. Außer diesem Schornstein. So, jetzt reicht's. Da sind Sie! Chief Inspector Bliss vom Yard. Sein Magazin ist leer. Das ist unsere Chance. Alles klar. Los! Jetzt kriegen wir ihn. Ah, mein Bein! Ich... Aha. Scheiße! Verdammt, Wembury! Halten Sie sich an der Dachrinne fest! Ich kann nicht! Warten Sie! Ich gebe Ihnen meine Hand! Ich... Ah! Wembury! Sind Sie okay? Mir ist es schon mal besser gegangen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Aber das sollte Ihnen jetzt egal sein. Verfolgen Sie den Schützenblitz! Zu spät! Er ist entkommen! Nein, Sie können ihn noch erwischen! Er ist in das Hinterhaus geflüchtet! Ich versuch's. Bis gleich. Wie geht's Ihnen, Inspektor? Wer sind Sie? Ein Freund. Ein Freund? Haben Sie uns vorhin mit dem Fernglas beobachtet? Ja, das war ich. Ich beobachte Sie und Ihren Kollegen Bliss schon eine ganze Weile. Sind Sie sowas wie ein Schutzengel? Das würde ich mir nicht anmaßen. Aber ich will darüber informiert sein, wie weit Sie und der Chief Inspector mit Ihren Ermittlungen sind. Vor allem, was Mr. Messer betrifft.
Moment mal, sind Sie etwa Mr. Milton? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie mich mit meinem bürgerlichen Namen ansprechen. Das zeugt von Respekt. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, Inspektor. Ich habe noch eine mit Mr. Briggs, David Briggs. Er ist einer von Messers Handlangern. Der Schütze vom Dach. Ja, aber... Auf Wiedersehen, Inspektor. Milton, warten Sie! Oh, verdammt! Und das vor den Augen der Polizei! Der Kerl ist tot, erschossen. Mit seiner eigenen Beretta. Tja, die Verhaftung erübrigt sich wohl. Das war doch kein Selbstmord, oder? Nein, das war Selbstjustiz. Der Hexer. So ist es. Er hat Messer ins Visier genommen. Und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er zuschlägt. Sagen Sie mal, wie geht's Ihnen eigentlich? Ach, das hat mich der Hexer auch schon gefragt. Was? Sie haben mit ihm gesprochen? Ja, vor ein paar Minuten. Er war's, der uns beobachtet hat, mit dem Fernglas. Er hat sich Ihnen gezeigt? Ohne Maske? Ein gut aussehender Mann, das muss ich zugeben. Und sehr charmant. Kein Wunder, dass seine Frau so an ihm hängt. Ist Ihnen was Besonderes aufgefallen? Na, hören Sie mal, Bliss. Ich denke, Sie kennen den Hexer. Nun, mein Aufenthalt in Sydney ist ein paar Jahre her. Er hatte ein Muttermal auf der rechten Hand. Ein Muttermal? Mhm. Also doch. Wie bitte? Ach, nichts. Außerdem kam mir seine Stimme irgendwie bekannt vor. Die Stimme? Ja, obwohl ich Ihnen nicht sagen kann, woher ich sie kenne. Dennoch, ich könnte schwören, dass ich sie schon mal irgendwo gehört habe. Ja, das klären wir später. Jetzt bringe ich Sie erstmal ins Krankenhaus. Ja. Können Sie aufstehen mit Ihrem Bein? Warten Sie, ich helfe Ihnen. Ja, es geht schon. Wie sagt man so schön, ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, im Moment erinnern Sie mich allerdings eher an eine Schildkröte. Bringen Sie mich bloß nicht zum Lachen, Mann. Naja, eines weiß ich jetzt zumindest. Was denn? Sie sind nicht der Hexer, Bliss. Wieso? Hatten Sie mich etwa im Verdacht? Nun, hin und wieder. Ich trete Ihnen gleich vor Schienbein. Kein Grund, rabiat zu werden. Außerdem genügen mir der Bruch und die Schusswunde. Bote hat vorhin eine Nachricht überbracht. Vom Hexer. Er will den Tod seiner Schwester rächen. Ich soll sterben. Morgen um Mitternacht. Helfen Sie mir. Beschützen Sie mich vor diesem Wahnsinnigen. Bleiben Sie ruhig, Mr. Messer. In einer halben Stunde sind wir bei Ihnen. Gibt es Probleme, Bliss? Meine Güte, Lomond. Haben Sie mich erschrocken. Mr. Messer hat eine Drohung vom Hexer erhalten. Eine Morddrohung. Das geschieht ihm recht, dem alten Halunken. Aber Dr. Lomond. Es ist doch die Wahrheit. Solchen Menschen wie diesem Messer verdanken wir es, dass dem Verbrechen auf der Welt kein Riegel vorgeschoben wird. Ja. Entschuldigung, Bliss. Die Pferde sind wohl mit mir durchgegangen. Schon gut, ich fahre jetzt zum Messer. Wollen Sie mich begleiten? Gern. Wo ist Wembury? Ach, Sie wissen es noch nicht. Was sollte ich wissen? Der Inspektor liegt im Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ja, er hatte eine Begegnung mit dem Hexer. Sie scherzen, Bliss. Keineswegs, Lomond. Allerdings ist er vorher vom Dach gefallen. Daher die Verletzung. Ach so. Es hätte mich auch gewundert, wenn der Hexer einen Polizisten angegriffen hätte. Das ist gar nicht sein Stil. Nein, da haben Sie recht. Das ist nicht sein Stil. Also los, auf zum Messer.
Ah, die Herren von der Polizei. Ja, kommen Sie hier rein. Guten Abend, Mr. Messer. Das ist Dr. Lamont, ein Kollege vom Yard. Guten Abend. Freut mich. Ist Mr. Wembury nicht mitgekommen? Mr. Wembury liegt im Krankenhaus. Oh, der Ärmste. Was denn passiert? Nun, er wurde angeschossen. Auf dem Dach Ihres Hinterhauses. Davon weiß ich ja gar nichts. Wie konnte das... Wir haben den Schützen verfolgt. Ein gewisser Dave Briggs. Kennen Sie ihn? Briggs? Nein, nie gehört. Jetzt hören Sie mal gut zu, Messer. David Briggs war einer dieser kleinen Gauner, die Ihnen noch was schuldig sind. Er hat Ihr Haus bewacht, vor dem Hexer. Und dann hat er fälschlicherweise auf uns geschossen. Und wo ist Briggs jetzt? Er ist tot. Der Hexer hat ihn hingerichtet. Was? Ja, aber... Wir haben seine Leiche so schnell wie möglich in die Gerichtsmedizin bringen lassen, um kein Aufsehen zu erregen. Ich verstehe. Wollen wir nicht in den Salon gehen, meine Herren? Dort warten schon zwei weitere Gäste. Sie irren sich nicht, Mr. Lamont. Dr. Arthur Lamont, Madame. Guten Abend, Dr. Lamont. Darf ich Sie fragen, was Sie hierher führt? Dasselbe wie Sie. Eine Begegnung mit dem Hexer. Mein Mann mag es nicht, wenn man ihn so nennt. Ich weiß. Verzeihen Sie bitte. Wie geht es, Wembury? Den Umständen entsprechend, Sir John. Sagen Sie mal, Mr. Messer, wollen Sie nicht lieber mit dem Trinken aufhören? Ein klarer Kopf? Ach, wissen Sie, Chief Inspector, in so einer Situation... Haben Sie Angst, Mr. Messer? Sehen Sie? Genauso hat sich Gwenda Milton auch gefühlt, bevor sie von Ihnen in den Selbstmord getrieben wurde. Was wollen Sie von mir? Lamont, bitte. Lassen Sie mich, Chief Inspector. Einer muss es ja mal aussprechen. Dieser Herr hier ist kein ehrenwerter Gentleman, sondern ein skrupelloser Verbrecher. Sie werden dem Hexer nicht entkommen, Mr. Messer. Lamont, zum Teufel. Was ist denn in Sie gefahren? Entschuldigen Sie, Chief Inspector. Aber er hat es nicht verdient, dass Sie ihn schützen. Aber, Dr. Lamont, ich muss doch sehr bitten. Naja, so ganz Unrecht hat er nicht, Sir John. Die Machenschaften von Mr. Messer sind mehr als fragwürdig. Dennoch, er ist ein Bürger Englands und ihm steht das Recht auf Polizeischutz zu. Ja, ich weiß, Chief Inspector. Leider. Schon gut, Lamont. Es ist nur... Verdammt, das Licht! Das Licht ist ausgegangen! Wer hat denn das Licht ausgemacht? Mist! Ich kann den verdammten Schalter nicht finden. Jetzt holt dich der Hexer. Messer! Arthur, nicht! Chief Inspector! Hilfe! Helfen Sie mir doch! Es ist aus! Messer! Nein! Arthur! Der Schalter, Gott sei Dank. Messer. Mit seinem eigenen Stockdegen erstochen. Ja, Sir John. Der Hexer hat ihn hingerichtet, so wie er es angekündigt hat. Arthur, das solltest du nicht. Es ist vorbei, Mr. Milton. Nehmen Sie die Hände hoch. Was denn? Dr. Lamont? Er ist der Hexer? Ja, Sir John. Das ist Henry Arthur Milton. Es war eine geschickte Tarnung. Seit wann wussten Sie es, Bliss? Erinnern Sie sich noch, als Sie das erste Mal in den Yard kamen? Natürlich erinnere ich mich. Damals fragte ich Sie, ob wir uns von irgendwoher kennen würden. Ihre Augen, Henry. Ich habe Ihre Augen erkannt. Gratulation, Chief Inspector. Sie sind eben doch der beste Mann, den der Yard zu bieten hat. Was denn, Bliss? Sie haben die ganze Zeit gewusst, dass Lamont der Hexer ist? Und Sie haben ihn nicht festgenommen? Naja, Sir John, etwas Zweifel hatte ich schon, dass er wirklich Mr. Milton ist. Aber er hat auch noch ein Muttermal auf der rechten Hand. Das darf doch nicht wahr sein. Nehmen Sie ihn fest. Sofort. Immer mit der Ruhe, Sir John. Ich glaube kaum, dass Mr. Milton flüchten will. Nicht wahr, Mr. Milton? Bei all der Polizei ums Haus? Das dürfte schwer sein. Sie sagen es. Dennoch, jetzt ganz offiziell. Henry Arthur Milton, Sie sind festgenommen. Strecken Sie bitte Ihre Hände vor, damit ich Ihnen Handschellen anlegen kann. Ach, Arthur. Gleich, Chief Inspector. Sie sehen ja, dass sie völlig aufgelöst ist. Haben Sie was dagegen, Sir John? Nein, das ist in Ordnung. Also, Mr. Milton, bitte. Cora Ann, es tut mir leid, dass es so kommen musste. Ich hätte dich so gern davor bewahrt, Arthur. Hör auf zu weinen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Du weißt noch, was du mir damals in Sydney versprochen hast, oder? Ja, Arthur, dass du niemals ins Gefängnis gehen wirst. Leb wohl. Mrs. Milton, nicht! Lassen Sie die Waffe fallen, Mrs. Milton! Was ist denn jetzt schon wieder los? Dieses verdammte Licht! Halt! Keiner verlässt den Raum! Zu spät, Chief Inspector. Was soll das heißen? Ah, der Schalter. So, und jetzt? Wo ist der Hexer? Er ist verschwunden, Sir John. Dann ist er gar nicht tot. Nein, er lebt.
und er ist viel zu gerissen, um sich von ihnen verhaften zu lassen. Platzpatron. Ein abgekartetes Spiel. Ich muss sie leider festnehmen, Cora Ann. Sergeant? Ja, Sir? Kommen Sie. Bringen Sie Mrs. Milton zum Wagen. Ist gut, Sir. So ein Mist. Er ist wieder mal entkommen. Wenigstens haben wir seine Frau. Wir könnten sie als Köder nehmen. Da haben Sie recht, Sir John. Obwohl, kannten Sie eigentlich den Sergeant, der Mrs. Milton abgeführt hat? Nein. Warum fragen Sie? Oh, verdammt. Verdammt nochmal. Was ist denn, Bliss? Das war gar kein Sergeant, Sir John. Der Hexer. Mit Cora Ann. Ich werde sofort alle Ausfallstraßen, Bahnhöfe und Flughäfen absperren lassen. Vergessen Sie es, Sir John. Den kriegen wir nicht mehr. Wieso denn nicht? Er ist ein Meister der Maske. Sie haben es doch gerade selbst erlebt. Oh, hallo, Bliss. Kommen Sie rein. Wie geht's Ihnen, Wembury? Naja, wenn ich lache, tut's weh. Hier ist noch mehr Besuch für Sie. Mary, das ist aber schön. Hallo, Alan. Und? Habt ihr den Hexer gekriegt? Nein, er ist entkommen. Mit seiner Frau. Mal ehrlich, Bliss. So traurig sind Sie darüber doch gar nicht, oder? Ach nun, Mr. Milton ist eben kein Verbrecher. Im herkömmlichen Sinn, ich weiß. Was meinen Sie? Werden wir ihn wiedersehen? Tja. Bei jemandem wie Henry Arthur Milton sollte man niemals nie sagen. Vielleicht wird er zurückkommen. Irgendwann, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Naja, jetzt werde ich euch erstmal allein lassen. Ihr habt bestimmt viel zu besprechen. Oh ja, das haben wir. So? Was denn? Kannst du dir das nicht denken? Na, hör mal. Ich bin krank. Oh, du Armer. Es geht ums Heiraten, stimmt's? Siehst du? Dein Kollege hat's herausgefunden. Er ist ja auch ein Rang höher als ich. Und ich hätte auch schon eine Idee für eure Hochzeit. Ach ja? Ja. Ihr könnt eure Gäste doch zu einem Maskenball einladen. Oh, nee. Also von Masken habe ich erstmal genug. Oh, das muss nun wirklich nicht sein. Aua! Oh! Oh.